Na, wir haben uns das eigentlich, oder wir haben es uns letztes Mal schon so aufteilt, dass ich alles, was berghoch geht, fahre und er fährt alles in der Flachen. Und das ist einfach genau die richtige Strategie für uns, das funktioniert super. Und wir dürfen beide das machen, was uns am meisten Spaß macht. Und das, dann kommt auch ein gutes Ergebnis raus. Schlafen, und essen. War super, ja. Es hat zwar lange gedauert, bis das sich herauskristallisiert hat, dass es ausgeht, aber dann ist es immer besser geworden und der Abstand zum zweiten ist immer größer geworden, so ab Kilometer 300. Und dann hat es gepasst, dann ist es immer besser gelaufen. Wie gesagt, ich habe mich heute mal versucht, ein bisschen schneller zu fahren und die erste Hälfte war besser wie die zweite Hälfte. Und ich bin total überrascht, dass wir unter den 20 Stunden geblieben sind. Ich habe nicht gedacht, dass das so war. Das habe ich gar nicht realisiert. Das ist ultimativ cool. Ja, sicher. Also es ist auch vom Start weg mit der großen Bühne und auch am Abend dann noch mit der Siegerehrung wirklich eine perfekte Veranstaltung.